Hallo zusammen bei Carola Erdl Fotografie. Heute bin ich mal nicht alleine unterwegs, sondern ich habe zwei reizende Damen dabei. Die habe ich in der Renaissance abgeholt. Das ist die Miri, die ist neu dabei. Und die Amy, die kennt ihr alle schon. Und wir sind jetzt im Frühtau zu Berge sozusagen, zu früher Stunde in einer Allee unterwegs, um ein paar schöne Bilder zu machen, fahren nachher noch zur Mindelburg und werden da weiter shooten. Und wir hoffen, dass euch das Video gefällt, dass ihr dabei bleibt und ihr einen kleinen Eindruck für ein Kostümshooting bekommt, wie sowas abläuft, was dann für Ergebnisse rauskommen. Und wir würden uns freuen für viele Daumen hoch und uns freut es, dass ihr wieder dabei seid. Und jetzt frage ich noch die Amy, was denn so ein Kostümshooting eigentlich für den zu Fotografierenden ausmacht. Ja? So, das sind meine zwei hübschen Models. Rechts die Miri, links die Amy, die kennt ihr schon. Und Amy, jetzt erzähl mal du, was reizt dich eigentlich an so einem Kostümshooting? Also ich finde, das besonders Tolle an diesen Kostümshootings ist, dass man in eine andere Rolle schlüpfen kann. Und wie jetzt bei mir, kann man auch eine Freundin mitnehmen und dann einfach auch so eine Geschichte spielen. Und ich finde, es ist auch nochmal was anderes, wenn wirklich eine Geschichte hinter einem Shooting steckt, dann kann man auch Emotionen ganz anders verkörpern. Und auch die Kleider, die wir jetzt anhaben, ist einfach eine ganz andere Epoche und ja, man fühlt es dann einfach. Und mittlerweile ist es ja auch sehr häufig so, dass man zahlreiche Porträts sieht, zum Beispiel in Instagram, aber meistens halt einfach diese ganz normalen Klamotten, die die anderen anhaben. Und ich finde, so ein Kostümshooting hat dann nochmal einen ganz besonderen Reiz. Und auch wenn man die Möglichkeit hat, diese Kleider zum Beispiel auszuleihen und dann nicht selber ganz so viel Geld dafür hinlegen muss, sondern dann einfach ein Shooting hat und dann die schönen Bilder als Erinnerung mitnehmen kann. Gut, und jetzt freut es uns, dass ihr dabei seid und noch viel Spaß. Danke. Ciao. Tschüss.
Thank you.